So, jetzt machen wir wirklich mit einem Hauptquest weiter. Sprich, wir werden jetzt einfach ja, aus der Drachenhalle rausgehen und dann einfach mal gucken, wie wir dann draußen weitergehen können. Ob wir lieber zuerst die Sekte besiegen wollen. War das überhaupt eine Sekte? Naja, irgend so eine finstere Religion war das, glaube ich. Oder ob wir einfach nochmal zurück nach Sanasheim gehen. Ich hätte eigentlich schon fast Bock darauf, zurück nach Sanasheim zu gehen. Aber ja, mal gucken. Derzeit befinden sich 65 Vorraten. Ja, die Drachenhalle verlassen. So, wo könnten wir jetzt hin? Hier unten ist, glaube ich, dieser Südturm. Genau. Der Leuchtturm Ravendiakol. Brauchen wir 15 Vorrat. Was ist hier? Eichengrund, genau. Was auch immer hier ist, hier kommen wir noch nicht hin. Okay. Ja, also die World Map ist ja auf jeden Fall ziemlich groß und wir werden später dann auf jeden Fall auch wesentlich mehr Verpflegung brauchen. Gut, dann ja, tatsächlich gehe ich dann erstmal nochmal zurück nach Eichengrund. Reise antreten. Und schauen einfach mal, was wir hier nochmal Cooles machen können. Es sieht auf jeden Fall irgendwie immer ein bisschen anders aus. Ich frage mich auch, wie wir hier nochmal den Bürgermeister irgendwie reden können oder mit ihm irgendwas machen können. Aber na gut, erst einmal. Oh, eine Schmiede. Das ist doch alles neu, oder? Wundwolf. Tura zum Gruße, Kameradensoldaten. Was kann Wundwolf, der Metzger, für euch tun? Oh, ein Metzger. Ein Schmied. Oh Gott. Oh Gott, Leute, das dürft ihr keinem erzählen. Ein Metzger bist du also? Sag, wo ist denn deine Fleischerei? Warum musst du hier draußen arbeiten? Wundwolf blinzelte mehrmals unruhig und kaute dann angestrengt auf seiner Unterlippe herum, dabei unsere Blicke meinten. Okay, schade. Ja, die Tür ist leider. Ich höre keinerlei Geräusche. Wir scheinen also allein hier zu sein. Okay, gut, in dem Haus waren wir ja schon mal drin, vor langer Zeit. Aber auch hier mit Sinnesschärfe können wir wieder neue Sachen freischalten. Da bin ich ja mal gespannt. Na gut, okay. Unser Gold wollen wir erst einmal für uns behalten. So, nach Ravinia. Beeindruckend und auch beunruhigend, wie wild das Land hier draußen ist, wenngleich Ravinia nur wenige Tagesreisen von hier entfernt liegt. Und da geht es nach Eichengrund. Ja. Okay, es gibt also keinen Grund, hier von dem Wald vorzudringen. Dann schauen wir doch einfach mal, was wir davon bekommen, wenn wir hier die Gegner besiegen, die aus irgendeinem Grund natürlich immer vor uns dran sind. Und ich denke mal, die werden auch ordentlich Trefferpunkte haben. Auch wenn wir jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr Schaden machen sollten und wir vom Level mehr oder weniger den Gegnern der Englischen weit voraus sein sollten. Ja, genau. Ich denke mal, das ist eigentlich alles ganz fair. Jeder von uns muss einmal angreifen und dann ist der Gegner auch tot. Das sollte für schnelle Kämpfe sorgen, die ich nicht unnötig rauscutten muss. Das sind dann immer nur ein paar Sekunden jeweils, das geht. Und wer weiß, ja, das war jetzt gerade so ein Kampf, bei dem wir eben absolut nichts bekommen haben. Das ist immer sehr schade. Können wir irgendwie nach oben gehen? Nein. Okay, also nach wie vor, es gibt keinen Grund, tiefer in den Wald vorzudringen. Finde ich natürlich ein bisschen schade, dass damit sozusagen unsere Entdeckerlust nicht befriedigt werden kann. So, vom Wasser will ich mich lieber fernhalten, denn ich kann nicht schwimmen. Könnten wir schwimmen? Könnten wir irgendwas machen? Okay, also tiefer in den Wald vordringen ist auf jeden Fall nicht. Wir bleiben hier immer schön entlang des Weges. Na gut. Dann möchte ich aber trotzdem nochmal zurück nach Sanasheim. Ja, der Konvoi. Ja, wenn es wirklich die Goblins waren. Wir wissen doch mittlerweile, dass es nicht die Goblins waren. Oh wow, das ist ja cool. Die Skelette der Goblins liegen hier rum. Und da ist Hakis Rüstung. Hier geht es nicht weiter. Vor allem, er sagt, es gibt keinen Grund, tiefer in den Wald vorzudringen, aber da geht doch die Straße weiter. Na gut, okay. Dann, was? Es gibt keinen Grund, tiefer in den Wald vorzudringen. Ah, ich bin so doof. Ja, okay, hier mussten wir damals nur hin, um den Konvoi zu suchen. Ansonsten müssen wir jetzt scheinbar weiter nach oben. Na gut. Dann bedeutet es mal wieder herumirren und wirren in Sternenkind-Saga. Wahrscheinlich könnte ich einfach fast jeden Part Irrungen und Wirrungen nennen. Aber das wäre ja auch ein bisschen doof. Dann eben in die Richtung. Psst, Freunde. Seht ihr da vorne diese Kreatur auf dem Baumstumpf sitzen? Sie wirkt recht groß, scheint aber vollkommen in Gedanken versunken zu sein. Wir sollten uns vorsehen. Gütige Mutter Torinia, ein Troll! Ich habe in den Büchern der Drachenhalle von diesen Kreaturen gelesen. Sie stammen wohl aus den Bergen hier rings um Eichengrund. Sie gelten als verschlagen und gemein. Deswegen sollten wir ihnen tunlichst nicht reizen.
Ja, okay, wahrscheinlich sollen wir sozusagen drumherum schwimmen. Aber mal gucken, ob wir es mit ihm aufnehmen können. Wir können einfach an ihm vorbei. Ohne. Na gut, okay, also heißt es, wir können ihn vielleicht anquatschen und dann stresst er uns erst. Ob er uns jetzt hier oben sagt, dass wir nicht tiefer in den Wald gehen sollen. Ich kämpfe mal hier gegen die Spinnen, weil ich glaube, von den Spinnen bekommt man auch ein paar sinnvolle Gegenstände. Und ja, tatsächlich sind die Spinnen endlich mal langsamer als wir. Ach ja, es erinnert mich an den ersten Kampf, den ich damals gegen die Spinnen gefochten habe, als das alles noch super lange gedauert hat, weil ich kaum Angriffspunkte hatte, weil ich ja noch keine von meinen Attributspunkten, glaube ich, verteilt habe. Aber die Spinnen halten echt ganz schön viel aus. So, mit Arsan habe ich natürlich nichts gemacht, was irgendwie mehr Schaden macht, aber mit Gorath, Wunde reißen. Dann soll die Spinne mal kurz dran sein. Dann blutet die Spinne. Svenja, gezielter Schuss. Haki habe ich doch irgendwas beigebracht. Genau, Titanenhieb. Ja, das macht ohnehin Schaden. Und wir haben nichts dafür bekommen. Super. Das hat sich doch mal wieder gelohnt. Niemand vom Volk der Goblins ist wieder zurückgekehrt, um ihren Toten zu bestatten, wie es scheint. Na dann, spuckt mal in die Hände, Kameraden. Dann machen wir das eben, nicht wahr? Bist du von Sinn, Bärenringe? Ich werde diese verfluchte, dieberische Brut auch nicht begraben. Das haben diese Bastarde wahrhaft nicht verdient. Hör mal, Svenja. Selbst die Priester des Alkandor sagen, dass jeder Feind im Kampf ein Begräbnis verdient, um dereinst im Reigen des ewigen Kampfes in Alkandors Hallen wiedergeboren zu werden. Von der Milde, die Votorinia uns zu Leben gebietet, mal ganz zu schweigen, verdammte Axt. Vergiss es, Gorath. Ich sage, wir plündern die Brut und lassen sie dann verfaulen. Es soll von Haki entschieden werden. Er hat bisher sehr kluge Entscheidungen getroffen. Wir erst klettern, dann begraben. Die Durchsuchung führt dann einen goblinischen Schrumpfkopf zutage, den Haki. What the? Das war gerade irgendwie komisch. Also der Text hätte mal ja noch irgendwie Korrektur gelesen werden müssen. Das hat vorne und hinten nicht hingehauen. Und nun verscharren wir diese Brut, ehe sie zu stinken beginnt. Kriegerisches Gebet sprechen. Oh, hoher Alkandor, lass diese schwächliche Brut ihre Qualen des Todes aber und abermals erleben, auf dass sie in dein Königreich des Krieges einfahren und sich mit den Besten und Ehrenvollsten dereinst messen können. Der hohe Alkandor ist angetan von der Ehrhaftigkeit seiner Kinder und schenkt den Helden einen Fertigkeitspunkt. Juhu! Besser als gar nichts. Und jetzt fehlt bei Svenja das Faceset. Ach, mein Bruder Drache, deine Ehrhaftigkeit in allen Ehren, aber ich fühle mich keinen Deut. Also, ja, gerade überhaupt nichts gestimmt. Jetzt finde ich es schon fast ein bisschen schade, dass Steve nicht dabei ist. Nun erschöpfter und müder. Ich hingegen schon, verdammte Axt. Wie sagte meine Mutter immer, der Weg zum Himmelreich kann auch mit kleinen Steinchen gepflastert sein. Und recht hat sie, die alte Dame. Trophäe, Goblin-Ohr erhalten. Erhöht die Chance, magische Gegenstände zu finden. Cool. Hat sich doch gelohnt, hierher zu gehen. Na gut. Dann kann ich ja, genau, hier ist das Goblin-Dorf. Das heißt also, ich kann jetzt einfach den Weg, oder müsste ich eigentlich in der Lage sein, wieder zurückzugehen? Ich bin ja mal gespannt. Ja, okay, gut. Die Steilwand können wir natürlich nicht benutzen. Das bedeutet also, wir müssen doch den etwas größeren Umweg nehmen. Aber das sollte soweit kein Problem sein. Wir kommen ja dann auch von Sanasheim wieder in das Goblin-Dorf. Deswegen lasse ich das Goblin-Dorf jetzt erstmal Goblin-Dorf sein. Und gehe hier nochmal nach links. Das haben wir damals, glaube ich, schon gemacht. Die Hand des Toten aufbrechen. Was? Totensingen? Oh. Ich denke mal, den Quest haben wir damals schon gemacht. Ah, okay. Ja, ich denke mal, den Quest haben wir damals schon erledigt. Hier ist eine dicke, fette Spinne. Aber hier können wir vielleicht irgendwas machen. In diesem Loch scheint sich etwas zu bewegen. Es klingt wie das Schaben zahlreicher Füße. Ich kann außerdem erkennen, dass eine größere Gestalt in diesem Loch zu liegen scheint. Hineingreifen. Das fühlt sich an wie ein kleiner Körper, übersät mit kleinen Bissen. Und hier scheinen mehrere massive Gegenstände zu liegen. Gegenstände rausziehen. Was ist denn das? Ein kleiner Spaten, ein Apfelmesser. Das sieht aus wie Gerätschaften zum Umgraben eines Feldes oder Garten. Es sind außerdem weiße, klebrige Fäden um die Gerätschaften gesponnen. Mist. Ja, wer hätte es gedacht? Wir müssen natürlich gegen eine Spinne kämpfen. Wow, gegen eine richtig dicke, fette Spinne. Svenja ist jetzt außerdem die schnellste.
gemacht und greife noch direkt mal die dicke, fette Spinne an. So, Haki macht jetzt ausnahmsweise mal direkt Befehlshaber. Und ja, die greifen einfach mal normal an. Viel mehr können sie gerade sowieso nicht machen. Wunde reißen kostet vielleicht eins weniger, wenn wir noch eine Stufe aufgestiegen sind. Ja, und die machen uns jetzt wirklich so gut wie gar keinen Schaden mehr. Netzwurf macht uns, glaube ich, ein bisschen langsamer. Aber das können wir auf jeden Fall verkraften. Ansonsten wird der Kampf wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Aber das sollte schon noch gehen. Wir reißen mal wieder eine Wunde. Wir haben ja schon mal vor langer, langer, ganz, ganz langer Zeit mal gegen eine große Spinne gekämpft. Und da hat es auch ganz schön lange gedauert, bis sie besiegt war. Jetzt geht es schon alles ein bisschen angenehmer. Vor allem machen uns die Gegner einfach wesentlich weniger Schaden. Und ja, ich bin ja dann mal gespannt, was wir hier dann alles davon bekommen. Sobald die große Spinne erstmal tot ist, geht der Rest dann wesentlich schneller. Ich glaube, für die kleinen Spinnen brauchen wir 5 oder 6 Angriffe. Aber tatsächlich halte ich es mir im Hinterkopf, zukünftig vielleicht doch mal ein paar Sachen aus den Parts ein paar Kämpfe rauszuschneiden. Ich meine, der Kampf hier gerade, das ist ja schon fast so eine Art Bosskampf. Aber naja, wir haben ihn schon mal irgendwann früher gemacht. Das ist bestimmt schon wieder 20 Parts her. Oh Gott, wie die Zeit vergeht. Naja, 20 Parts wahrscheinlich noch nicht ganz, aber so 10, 15 Parts auf jeden Fall. Ich bin ja sowieso mal gespannt, wie lange ich an dem Spiel sitzen werde. Denn man kann hier echt eine ganze Menge erkunden und sehen. Und ich bin mir sicher, ich werde es gar nicht alles schaffen beim ersten Mal. Buch Ettels Räuberhöhle gefunden. Gartengerätschaften erhalten. Ja, da unten ist dann noch eine Spinne. Die lassen wir aber Spinne sein. Oh, und da ist noch... Na gut, es sind nur 2 kleine Spinnen. Wir versuchen sie einfach mal schnell zu töten. Das sollte funktionieren. Und vielleicht bekommen wir ja irgendwas. Also ich meine, damals haben wir ja von den Gegnern ja auch Gegenstände bekommen. Jetzt haben wir schon seit geraumer Zeit von den Gegnern keine Gegenstände mehr bekommen. Finde ich echt ein bisschen schade. Ansonsten scheint es wohl so, wenn man die Gegner zum ersten Mal besiegt, bekommt man wohl irgendwie immer Talentpunkte und Gegenstände, aber danach wohl nicht mehr. Ich finde es auch krass, dass wir für die Spinne insgesamt 6 Mal angreifen müssen, um eine davon zu töten. Also die halten echt eine ganze Menge aus. Wenn ich das mit den Gaseschwölfen vergleiche, die waren mit viel weniger Treffern tot. Na gut, nehmen wir es einfach mal so hin. Ja, 6 Talentpunkte, schön. Ja, und das ist auch wieder ein Vogel, der kämpfen will. Seufz. Die Kämpfe bin ich damals ja alle umgangen. Oh, und jetzt sind natürlich alle direkt vor uns dran. Schnarch. Dann greift Svenja an. Haki macht seinen Befehlshaber. Kann Arson schon... Arson kann Lebenshauch machen. Dann macht er einfach mal einen Lebenshauch auf Haki. Ich meine, warum nicht? Hoffen wir einfach mal, dass Haki nicht angegriffen wird. Und dann heile ich einfach die anderen auch nach und nach. So kommt eins zum anderen. Und das andere kommt zum einen. Und ja, wir können dauerhaft mit vielen Trefferpunkten durch die Gegend laufen. Tatsächlich hat Arson selbst bisher die meisten Trefferpunkte verloren. Und er hat ja auch die meisten. Er hat ja 540 im Gegensatz zu den anderen. Ich bin ja mal noch gespannt. Also bisher merke ich jetzt keine so krassen Unterschiede bei den Attributspunkten. Und aus irgendeinem Grund musste Goran jetzt eine Runde aussetzen. Ist er wirklich so extrem langsam, dass er jetzt schon eine Runde aussetzen muss? Das finde ich ja schon fast ein bisschen schade. Ich will eigentlich nur schnell nach Sanasheim und dort bitte die Quests erledigen können. Ich will weiter questen. Zumal es ja auch eine Main-Quest ist, das so zu machen. Ich bin ja mal gespannt. Wobei ich mir trotzdem nicht ganz sicher bin, ob man überhaupt alle Main-Quests alchemistische Zutat erfunden. Goldene Falkenfeder. Cool. Eine Falkenzunge, die Haki aufsammelt. Es hat sich ja doch gelohnt, hier die Gegner zu besiegen. Da bin ich ja schon richtig beeindruckt. Da ist so eine Krabbe. Da ist so eine Krabbe, die ich unbedingt besiegen muss. Und deswegen... nicht Fertigkeiten, deswegen werde ich jetzt mal Schwimmlevel 1 erlernen. Du bist in der Lage, Flüsse zu durchschwimmen. Das machen wir jetzt auch. Speichern. Und dann holen wir uns da diese Krabbe. Also dann doch noch Schwimmen 2. Na gut, du kannst in größeren Seen schwimmen. Ja. Ein Bachkrabbler. Welch glückliche Fügung, diese Tiere sind selten. Das denke ich auch. Den werden wir dann direkt doch mal zerstören.
So, Svenja, gezielter Schuss. Wie viel ziehst du ihm dann ab? Nicht besonders viel. Immer mal Befehlshaber machen. Man weiß ja nie, wie stark die Gegner sind. Und er macht einen Lebenshauch auf Svenja. Und ich denke mal, den Rest sollte ich eigentlich mit Enterkloppen gut hinkriegen. Ja, 58 ist sogar, ziemlich viel. Wow, der hält echt eine Menge aus, muss ich zugeben. Aber er ist nicht unbedingt der Schnellste. Und es geht schon runter. Aber ich finde, klar hält er viel aus. Er ist auch ein Flusskrebs mit einem dicken Panzer. Ja, 2, 4, 6. 6 Mal sind wir dran, bevor der Krebs wieder dran ist. Das ist echt witzig, wie das Initiativesystem hier wirkt. Krabblerblut erhalten. 25 Talentpunkte. Schön. Okay, können wir hier hochschwimmen? Bestimmt nicht. Sieht aber echt cool aus da oben. Ob wir hier hinten noch irgendwas finden können? Ah, super. Jetzt wären wir von dem Vieh sogar noch... Na gut, also ich denke mal, wahrscheinlich werde ich dann früher oder später mal ein paar Kämpfe rausschneiden, weil es sind doch ganz schön viele. Und ich finde die auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen nervig. Die Sache ist nur, ich habe gerade nur begrenzt Zeit hier das Spiel noch aufzunehmen, weil ich dann demnächst weggehen möchte. Und deswegen, ja, soll der Part jetzt eben nur noch ein paar Minuten dauern. Und ich will jetzt nicht noch 20 Minuten rumrennen und dann noch ewig lang cutten müssen. Das wäre auch doof. Ich drücke einfach mal viel Enter, weil ich gerade keine Lust zu kämpfen habe. Es tut mir leid, Leute. Das Kampfsystem hier ist eigentlich echt ganz cool, aber ich muss sowieso zugeben, also wenn ich kämpfe, also wenn ich gerne kämpfe, dann am ehesten noch mit so einem Action-Kampfsystem wie Gothic. Aber ansonsten bin ich eher so ein Typ, der viel erkundet und viel Story erlebt und gerne Quests macht und zwischendrin auch mal den einen oder anderen Kampf, aber eben auch nicht zu viele. Und wir bekommen eine weitere Falkenzunge. Genau, hier oben war das der Weg zu dem Goblin-Dorf, glaube ich. Na gut, okay, dann ist da ein weiterer Falke. Ha, aber wir müssen auf jeden Fall nach hier unten. Oder? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wo muss ich denn jetzt hin? Wie bin ich denn jetzt überhaupt hierher gekommen? Ach, hier unten, über den Weg. Gut, alles klar. Dann... Aber... Wechsle ich gerade irgendwas? Hier kann ich gerade nicht weiter. Ja, ich muss hier wahrscheinlich jetzt nach rechts gehen. Wobei ich eigentlich hätte schwören können, dass ich hier von rechts komme. Okay, dann muss ich vielleicht doch einfach nach hier unten gehen. Und das gerade eben war einfach nur ein optionales Gebiet, das ich vorher vielleicht gar nicht gefunden habe. Wer weiß. Dann, ja, ist doch perfekt. Kann ich mich hier gerade nochmal schön umschauen. Und wir können ja auch mittlerweile zum Glück hier in dem Fluss schwimmen. Ja, hier linker und rechter Hand ist scheinbar nicht so besonders viel. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, jetzt bin ich definitiv mehr als... Gerade eben war ja auch der Troll weg. Oder kam mir das nur... Ah, stimmt. Ich gucke jetzt nochmal nach. Nee. Okay, er steht doch noch hier. Na gut. Dann möchte ich nichts gesagt haben, sondern muss wahrscheinlich hier in diese Richtung weiter. Nee, hier war ja eigentlich auch nur eine Sackgasse. Hier war einfach nur eine Sackgasse. Na gut, okay, jetzt bin ich wirklich extrem verwirrt. Wo muss ich denn jetzt hin? So, jetzt versuche jetzt mal hier nach oben zu gehen. Hoffentlich an der Spinne vorbei. Genau, was ist denn? Augenblick, Freunde. Ich dachte, ich hätte einen Lichtreflex im Westen gesehen. Was ist denn das? Es scheint, als hätten die barmherzigen Schwestern der Turinia diesen Flecken Erde gesegnet. Sie kennen in ihrer Liebe wahrhaftig kein Maß und keine Grenzen. Schwach, dieses Anbiedern an unsere Feinde. Aha. Es sieht so aus, als würden auf diesem Baumstamm des öfteren Goblins sitzen. Mit Sicherheit. Ich vermute, dass sie diesen Ort als Wachposten benutzen. Nun ja, unseren Angriff haben sie nicht kommen sehen und ihre wenigen Habseligkeiten finden sich hier noch immer. Ein Beutel gefüllt mit Münzen und Edelsteinen. Oh, nett, 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 nett. Viele Sachen bekommen, vor allem auch schon viele geschliffene Steine. Dann sind wir hier jetzt aber wieder in dem Goblin-Dorf, oder? Ja. Komisch. Okay, ist jetzt natürlich die Frage, wollen wir nochmal hier in die Höhle rein? Dieser Ort hat so viel Böses über uns gebracht. Ich kann ihn nicht abermals betreten. Gütige Mutter Turinia, Asam, was ist denn mit dir? Du bist kalkweiß. Es wird schon gehen, es muss, doch nicht heute.
Okay, also heißt das, in die Hülle kommen wir vorerst nicht rein. Oh ja, mal wieder schade. Was ist denn das für ein Gestank hier? Kommt dies von den Goblins? Nein, diese Bitterkeit ist pflanzlicher Natur. Sie scheint von diesem Pilz dort auszugehen. Ja, den Pilz können wir dann wahrscheinlich erst mit Kräuterkunde bekommen. Okay, jetzt bin ich trotzdem ein bisschen verwirrt. Denn den anderen Weg will Haki ja nicht nehmen und ich möchte eigentlich ganz gerne wieder nach Sanersheim. Sprich also, der Weg hier oben ist es schon mal nicht. Also muss ich ja auf jeden Fall nach links gehen. Vielleicht hätte ich irgendwie hier oben lang gemusst. Ja. Genau, unten optionales Gebiet, oben richtiges Gebiet. Vollkommen überwachsen von Efeu und anderen Kletterpflanzen. Vom einstigen Glanz der Turinia-Statue ist nichts geblieben. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Wald vor Jahrhunderten weniger Gebiet eingenommen hatte. Und das Erste, was Wanderer somit sahen, wenn sie den Weg zum Dorf einschlugen, war diese Statue. Was ist nun mit diesem Mord geschehen, dass er den Segen der großen und gütigen Mutter verloren hat? Tja, da ist es an uns, das herauszufinden, nehme ich an. Ist schon krass, dass ich eigentlich vorhatte, in diesem Part hier zu sein. Und erst jetzt bin ich hier. Das sind irgendwelche Viecher. Hier waren wir ja schon mal drin. Finde ich auch komisch, dass die Spinne da unten wartet. So. Hier waren wir auch schon mal. Und da oben ging es dann zu den Goblins. Und hier unten haben wir damals aufgehört, weiterzuspielen. Dann schaue ich mich mal hier oben um. So, da sind wir wieder nach einem kleinen Cut. Kämpfen wir jetzt direkt gegen die Untoten hier. Svenja ist zuerst dran. Ja, super leid, Leute. Ich musste leider niesen. Und das mal wieder kurz vor Ende des Parts. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Ein Fail kommt selten allein. Und die Untoten lassen sich wesentlich einfacher niederstrecken als die Spinnen. Wo auch immer das Sinn ergibt. Aber in diesem Spiel scheint... Wow, die Untoten machen echt eine ganze Menge Schaden. Und das... Ach ja, stimmt, weil unsere Verteidigung gesenkt wurde. Never mind. Aber die machen trotzdem nicht so viel Schaden, dass sie uns einfach so töten können. Und deswegen denke ich mir, kann ich mir gerade auf jeden... Wow, 132 war schon ordentlich. 135, die machen schon echt ordentlich Schaden. Okay, ich habe doch ein bisschen zu viel rumgequatscht. Aber na gut, so viel sollten die nicht mehr aushalten. Und notfalls können wir uns zu Beginn des nächsten Kampfes nochmal heilen. Ja, dann werde ich mich jetzt hier irgendwie nochmal umschauen und versuchen, diesen Quest hier zu erledigen. Wir bekommen einen ungeschliffenen Stein des Aas. Diese Statue sieht aus, als wäre sie von innen heraus zersprungen. Überall liegt dieser schwarze Stein herum. Ich war eine Zeit lang bei einem Steinmetz arbeiten und ich kann dir sagen, dass dies eigentlich Marmor war. Weißer Marmor. Durch welches Ereignis kann Marmor sich verfärben? Gar nicht, um Gorats Handwerkerwissen zuvorzukommen. Selbst Feuer kann weißem Marmor nichts anhaben, da es sich bei der weißen Variante des Marmorsteins um einigen Heiligenstein der Turinia handelt. Und dieser kann im Grunde durch nichts verändert werden. Außer durch schwarze Magie. Tod. Leid. 5 Talentpunkte erhalten. Okay, schön. Können wir hier noch großartig weitergehen? Hier gibt's auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu erkunden. Aber ich denke mal, das werden wir uns dann im nächsten Part von Sternenkind-Ansage angucken. Oh. Spürt ihr diesen Ort? Über dem gesamten Dorf liegt spürbar das Leichentuch des Todes, das wie ein süßer Gestank in alle Poren der Haut dringt und jedem Durchreisenden mehr und mehr das Herz und die Kehle zuschnürt. Doch hier... In der Nähe dieser Statue scheint mich eine seltsame Ruhe und ein Gefühl des Friedens zu ergreifen, und auch die Untoten halten sich fern von dieser Statue. Ja, es ist sicherlich die Macht Turinias. Richtig, Gorath. Die Macht der gütigen Mutter Turinia war schon immer der stärkste Bann aller Gebilde und Perversionen des Unlebens und ist ihr unermüdlicher Wille, dass die Toten ihre Ruhe finden. Also, wie gesagt, dann im nächsten Part von Sternkind-Saga geht's weiter. Bis dahin!